Kaum ist der neue Volvo V40 auf dem Markt, schon gibt es ihn auch aufgehübscht und flotter gemacht von Heiko Sportiv. Das ist der Haustuner von Volvo mit dem Wikingerhelm im Logo. Unabhängig zwar, aber die Heiko-Teile gibt es direkt beim Volvo-Händler. Und damit herzlich willkommen zur Motorshow mit dem von 150 auf 195 PS erstarkten Turbodiesel. Der erste Eindruck vom Heiko Volvo V40. Außen große Räder und Bodykit fügen sich gut ein ins Bild vom coolen Schweden mit dem Kessenheck. Der Frontspoiler lässt ihn sogar noch ein bisschen breiter lächeln und die Sportauspuffanlage ist richtig präsent. Hier innen drin alles gewohnt edel gemacht, immer noch hinreißend diese schwebende Mittelkonsole, dazu ein schönes Sportlenkrad und ein Display, das je nach Programm ganz ansprechend seine Farbe wechselt. Ansprechend auch die Leistungsentfaltung. Richtig viel Bums durch mehr Drehmoment plus 45 PS. Allerdings könnte die Power ruhig noch ein paar Umdrehungen früher kommen. Und der Sportauspuff könnte durchaus ein bisschen mehr von sich hören lassen, für meinen Geschmack. Zum Fahrwerk hören wir gleich noch ein bisschen was von Neil Jani, dem Rennfahrer. Und jetzt kommen die technischen Daten. Den Volvo V40 T3 in der Summum-Ausstattung gibt's ab 40.950 Franken. Unser Testwagen kostet inklusive Heiko-Tuning 55.430 Franken. Er hat 2 Liter Hubraum, 4 Zylinder und leistet 195 PS. Den Sprint von 0 auf Tempo 100 schafft der Schwede in 8,5 Sekunden. Das maximale Drehmoment beträgt 480 Newtonmeter. Laut Hersteller verbraucht der Heiko V40 4,3 Liter auf 100 Kilometer. Der CO2-Ausstoß beträgt 114 Gramm pro Kilometer. Der Volvo V40 bei Heiko schafft die Energieeffizienzkategorie A. Beim TCS in Betzholz treffen wir heute Rennfahrer Neil Jani. So, Neil hat das Serienauto mitgebracht, das freut mich, da können wir es nämlich gleich vergleichen. Hallo Neil, grüß dich. Sag mal, bei der Entwicklung dieses Autos warst du dabei, was hast du da gemacht? Ja, wir sind hier auf Schweden, nach Hellerö, bei Göteborg, bei der Volvo Teststrecke. Da waren wir 2 Tage und haben dort am Fahrwerk ausprobieren. Haben sie 4 Rennfahrer gehabt, und haben sie gesagt, ja, tut mal ein bisschen machen, was euch gefallen würde. Mhm. Ich nehme an, dass sie von dort 3-4 Schritte zurück sind gegangen, damit es noch für den Alltag tauglich ist. Aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Resultat, das Volvo gebracht hat. Weil das ist wirklich so ein guter Kompromiss, der ein bisschen Sportlichkeit bringt. Dann gucken wir uns gleich an, beziehungsweise du guckst dir gleich an, was Heiko daraus gemacht hat. Und vorher können wir mal den optischen Vergleich ziehen, zum Beispiel der Frontspoiler. Ja, Heiko ist natürlich sicher noch ein bisschen kompromissloser gegangen beim Look. Ich bin mehr auf ein Rennauto gegangen. Das sieht man auch beim Spoiler mit den kleinen Schürzen. Man sieht es bei den Felgen, hinten mit 4 Auspuffrohren. Also ist sicher ja, Rennsport. Aber heutzutage kann man ja gar nicht mehr wie im Rennsport eigentlich so ein Teil nur für die Aerodynamik machen. Das muss auch richtig gecrashed werden. Ja, sicher. Das ist heute gar nicht mehr so einfach, weil die Autos haben ja sehr viele Sensoren. Zum Beispiel beim V40 haben wir ja neu den Fußgänger-Airbag. Und da sind natürlich all die Sensoren vor in den Stoßstangen. Und da kann man nicht einfach ein Teil auswechseln und ein neues dran tun. Also das ist nicht ganz so einfach. Fußgänger-Airbag haben wir ja schon mal gezeigt in der Fahrvorstellung von dem Auto. Ganz interessante Sache. Neil, du kannst dich schon mal bereit machen für den kleinen Fahrwerkstest hier. Der Volvo V40 von Heiko mit Neil Jani am Steuer. Neil, wie gefällt dir das Fahrwerk? Ja, man merkt bei diesem Auto, dass es echt noch ein bisschen kompromissloser ist als der Strassenversion oder das Nicht-Heiko-Tuning. Da ist einfach noch ein bisschen, das ganze Fahrwerk ist noch ein bisschen straffer und man merkt, dass man ein bisschen präziser noch fahren kann. Aber ich glaube, für einen Otto-Normalverbraucher ändert das. Eigentlich wird der Unterschied nicht gross merken, aber es macht sicher Spass, wenn ich das zusätzliche straffere Fahrwerk. Aber man merkt auch die extra PS vom Heiko-Tuning, die merkt man sicher sehr gut. Man merkt auch, dass er sehr gut auf der Bremse ist.
wirklich schön stabil auf der Bremse. Das heisst, die ganze Stabilität ist immer noch sehr, sehr gut gegeben mit dem Auto. So, Neil hat jetzt ein paar schnelle Runden gedreht hier auf dem Kurs und sich das Auto ja vorher auch schon in Ruhe angeschaut. Jetzt zu deinem Fazit, Neil. Was sagst du zum Konzept? Ja, sicher sehr gut. Man sieht, optisch hat er noch ein bisschen nachgelegt. Gefällt mir natürlich noch ein bisschen besser. Fahrwerkmässig merkt man, ist ein bisschen straffer. Aber für einen Otto-Normalverbraucher wird es nicht einen grossen Unterschied machen. Aber sicher, man merkt, dass es ein bisschen mehr sportlich noch gegangen ist. Okay, dann sage ich schönen Dank, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Mein Fazit zu dem Auto, das ist rundum gelungen. Kein protziges Tuning, sondern eine schöne Individualisierung, ohne die Schweden-Coolness kaputt zu machen. Das Fahrwerk mit den härteren Federn in Kombination mit den großen 19-Zoll-Rädern auch gut, solange alles topfeben ist. Wenn die Straßen schlechter werden, dann leidet der Komfort. Und die Mehrleistung, die im Übrigen ohne mehr Verbrauch erreicht werden soll, die hat mir richtig Spaß gemacht. Ob das alles zusammen aber rund 15.000 Franken Aufpreis wert ist, das muss der Kunde selbst entscheiden. Denn der Serien V40 ist ja auch kein hässliches, lahmes Entlein. Der nächste Winter kommt bestimmt, die nächste Motorshow auch, und zwar schon kommende Woche. Dann fahren wir den neuen Honda CR-V für Sie. Und bis dahin können Sie sich ja im Internet auf motorshow.ch alles nochmal in Ruhe anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Tschüss.